Was geht, was geht, was geht, beautiful party people? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht's um das Umbralende, die Paladin Isaac Quest und den Eisernen Reisenden. Seine Quest machen wir auch. Das bietet sich nämlich beim Umbralende alles an, die zwei Quests noch Hand in Hand mitzunehmen. Und als allererstes müssen wir hier, nachdem der Lichtschnitter uns einmal gekillt hat, ganz wichtig, den dürfen wir nicht killen, uns dieses Item hier hinten holen. Das müsste irgendein Fleischfetzen oder Hautfetzen oder so sein. Und das ist ganz genau dieses Item hier. Abgezogene Haut. Und das ist das Einzige, was wir im Anfangsgebiet brauchen oder allgemein am Anfang. Und die Paladin Isaac Quest fängt erst im unteren Kaldrat an, also im Feuergebiet. Aber beim Eisernen Reisenden steht eigentlich da, dass die Quest ziemlich spät beginnt. Ich werde trotzdem jeden Dialog mit ihm mitnehmen, weil ich vertraue dem Lords of the Fallen Wiki nicht so, because da steht auch ziemlicher Müll drin. Und deswegen gehen wir zum allerersten Spot vom Herrn Reisenden und der ist hier. Ja, es gibt noch andere. I don't know who you, but since it's making you a bigger, I've defied them. If you know any. Der Eiserne Reisende ist übrigens der Protagonist aus dem ersten Teil. Wenn ihr mal sein Gesicht ein bisschen achtet. I've defied. If you know any. Der wiederholt sich. Sieht man noch leicht die Runen aus seinem Gesicht. Aus dem ersten Lords of the Fall. Und ja, als nächstes müssen wir in den Sumpf. Das steht halt zum zweiten Mal. Aber es könnte sein, ihr kennt es ja von mir, dass es mal wieder eine kleine Planänderung gibt und dass er dann doch woanders steht. Aber sollte eigentlich jetzt im Sumpf stehen. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, und wie ihr mich natürlich kennt, gibt es eine Planänderung. Ich habe total vergessen, dass der Eiserne Reisende hier auch einmal steht. Aber ich meine, da kann man ja nicht verpassen. Ich zeige es euch trotzdem mal kurz. Aber jetzt steht er dann im Sumpf und da sehen wir uns gleich. Und das Erste, was wir hier fürs Umbralende tun müssen, ist hier mit Damarose sprechen. Man kann sie nicht verpassen. Weil wir müssen ihr später unseren Samen geben. Aha. Und weiter geht's. Warte mal. Sie hat noch nicht ausgesprochen. Jetzt hat sie sich ausgesprochen. Jetzt können wir zum Boss gehen. Und straightforward. Was noch ganz wichtig ist, was ich vergessen habe am Anfang zu erwähnen, wir dürfen im Umbralende nicht ein Leuchtfeuer läutern. Und ja, weil sonst verhauen wir uns das Umbralende. Was nicht so cool wäre. Und wir sehen uns als nächstes im Sumpf. Nicht im Sumpf, wir sehen uns als nächstes an der Stelle, wo wir Damarose wieder treffen. Bis gleich. Und ja, an der nächsten Stelle, wo wir Damarose treffen, angekommen. Ich wollte euch nur kurz zeigen, hier Schmied nicht verpassen mitzunehmen. Dazu muss man unten diesen Otto töten. Dann geht es hier einfach die Leiter runter. Upsi. Das war nicht so geplant, aber hey, passt schon. Aufzug rufen. Dauert einen kurzen Moment. So, und angekommen steht die nette alte Dame hier. Ja, dich kennen wir aus dem letzten Video. Nein, nicht wahr? So, Butchers and Map Adir. Das Wichtige ist, wir müssen sie später nämlich töten und deswegen muss sie bei Adirs Schrein stehen. Fuck, name's Damarose. Name's Damarose. Ihr könnt hier noch ein bisschen was shoppen bei ihr, wenn ihr das unbedingt braucht. Ich brauch's nicht. So. Und als nächstes sehen wir uns im Sumpf. Bis gleich, meine Lieben. So, angekommen im Sumpf. Ist hier erstmal, mein Name ist Byron. Müssen wir hier durchlaufen. Ich habe den Weg schon mal geklärt. Ich musste mir auch nämlich einen Überblick kurz über den Sumpf verschaffen, weil in dem Gebiet verlaufe ich mich nach gefühlt 100 Spieldurchgängen dann immer noch. Und wir müssen hier jetzt nochmal durchlaufen. Ich laufe jetzt ohne Shortcut. Einmal unter dieser Wurzel durch. Dann hier am Lagerfeuer vorbei, beziehungsweise hier den Weg entlang. Durch das kleine Tor durch. Durch das nächste Tor hier durch und dann, man muss leider im Umbral sein, weil er steht hier im Wasser drin. Und da ist er, der gute Mann. Here you are again. Here I am again. Hier sieht man seine Runen besser, kann es sein. Aber man sieht auf jeden Fall auf sein Bäckchen.
I came to Mondstadt once. I made a mistake. Vor langer Zeit. I made a mistake. So, und als nächstes treffen wir ihn. In Kallrad treffen wir ihn als nächstes. Sprich, wir haben bis unteres Kallrad, also Feuergebiet, haben wir jetzt nichts. Und da treffen wir uns gleich wieder. Dann zeige ich euch, wo die Erinnerung vom guten alten Herrn Isaac ist. Und ja, fürs Umbrallende war eigentlich nur wichtig, hier Kamarose zu quatschen. Und das startet ja eigentlich erst so wirklich, wenn man in den Tiefen den Boss besiegt hat, die gute alte Derbler. Ja, einmal töten. Ach, es ist schön, OP zu sein. Und ja, dann sehen wir uns gleich im unteren Kallrad. In Unterkallrad angekommen, bei den Überresten von Sebastian, laufen wir einmal hier die Treppe runter. Gehen wieder quasi zurück. Hauen den einmal weg. Hauen fünfmal gegen die Wand. Hier einmal über diese kleine Umbrallbrücke. Den töten wir auch. Also er steht uns im Weg. Und hier müssen wir in den Umbrall. Denn da sind die Überreste von Isaac. In light we walk. In light we walk. Und das war's alles. Kreuz der dunklen Kreuze da bekommen. Und hier können wir einmal rasten. Und dann geht's ganz normal weiter. Bis oberes Keller, da denke ich. Beziehungsweise. Ne, Quatsch. Wir müssen ja auch in die Tiefen. Ah. Denk mal, wir sehen uns. Wo sind die nächsten Überreste? Und wir sehen uns gleich hier nochmal. Beziehungsweise, das kann ich euch eigentlich direkt zeigen. Laufen wir doch gleich durch. Wartet mal, ich raste einmal aus dem Umbral raus. Und zwar laufen wir hier jetzt zum Eisernen Reisenden. Dafür müssen wir kurz hier den Boss killen. Das mache ich mal schnell und dann sehen wir uns gleich nach dem Bossfight. Wir haben den Sünder verurteilt und laufen jetzt hier die Treppe hoch. Ich laufe jetzt den meisten Weg durch. Ich habe jetzt natürlich, wie ihr gestern in meinem Video gesehen habt, beziehungsweise vorgestern, für mich ist es gestern, da ich heute hier am Samstag das Video aufnehme, einen extremen OP-Charakter. Also die Gegner machen mir einfach gar keinen Schaden. Ich habe so gefühlt Burnout. Aber das ändert ja nichts daran, dass ich trotzdem dahin laufen muss. Ich werde halt nur nicht sterben, ne? So. Es ist halt ganz angenehm, ne? Für so Videos, wo man das Spiel zum 18. Mal durchspielt, gefühlt. Dann hier nicht so Struggle zu haben. Wir laufen hier durch Kallrad durch. Müssen hier in den Umbral. Und den können wir doch gleich mal killen. Und da drüben steht auch gleich der Wanderer, da wo die zwei Beinis hochlaufen. Hoppala! Maxi! Maxi ist tot! Maximo! Maximi! Das passiert mir so oft. Natürlich brauche ich die Lampe nochmal. Weiß ich, würde es nicht überleben, mich einfach so droppen zu lassen. Hier einmal runter. Auf die andere Seite lieber. Gegen die Wand schlagen, weil das macht besonders Spaß. Ja, natürlich kommt jetzt ein Vader. So. Wir können ja gleich mal schauen, ob mein Verdacht aus dem Video richtig ist und ob der Typ auch total overlevelt jetzt ist. Ich wette mit euch, er spammt jetzt erstmal einen OP-Zauber auf mich. Kann ich wenigstens aus dem Umbral rausgehen? Nein, kann ich natürlich nicht. Ich wüsste gerne, wo der Heini jetzt steckt. Ah, da steht er. Raven. Kann ich hauen. Versucht den Mutter. Also, das ist ein cooler Invader. Das ist ein cooler Invader. Dem schenke ich jetzt auch die Hand.
Ich gebe auf. Solche Invader mögen wir. Hast du eigentlich normal? Oh nein, er ist auch normal gelevelt. Seht ihr, das ist jetzt, wenn ich gegen den jetzt hier gewinne, das wäre natürlich mega unfair, deswegen schenke ich ihm jetzt natürlich auch die Hände. Cooler Typ hat gewartet, bis ich meine Hände hole, hat hier alles gemacht. Ich mache kurz einen Cut und wir sehen uns gleich an derselben Stelle wieder. Sie sagt Hi, ich bin wieder an derselben Stelle zurück. Also wie gesagt, super cooler Kerl. Und so invadet man auch. Warte, bis der Gegner sich die Gegner gekillt hat, beziehungsweise der Host. Entspann dich ein Ründchen und dann macht's einen Fernkampf 1 gegen 1. Weißt du, das ist super cool. Und deswegen habe ich ihm jetzt auch natürlich den Sieg geschenkt. Weil er hat sich natürlich mega korrekt verhalten. Und dann mache ich das auch gerne. Ich meine, ich hätte jetzt im Normalfall, wäre ich jetzt normal gelevelt, hätte ich jetzt natürlich gegen ihn ein bisschen PvP gemacht. Aber da ich ja komplett OP war und auf einem ganz anderen Level wäre, wäre das ja total unfair gewesen. Und das ist halt das Ding. Seht ihr, zu mir in die Welt kommen halt auch normal gelevelte Menschen. Das war der zweite Invader, den ich hatte. Und beide normal gelevelt. Also es nimmt Gott sei Dank noch keine Überhand hier mit diesem Glitch, den ich da angesprochen habe in dem Video. Und so soll das natürlich auch bleiben. Der eiserne Reisende, den sind wir hier. Jetzt habe ich ein bisschen abgeschweift, aber ich denke mal hier, solange wir da auf dem Weg dahin sind, ist das kein Problem. Der gute Mann steht, soweit ich mich erinnere, hier unten. Ich hoffe, ich erzähle euch einen Quatsch. Ich meine, genau für sowas ist das halt ziemlich gut, wenn man sich da mal ein bisschen hochlevelt. Und jetzt bei mir ist es, glaube ich, der dritte Run. Und vor allem noch für ein Video. Da finde ich das vollkommen legitim, wenn man einfach mal ganz normal da ein bisschen OP durchläuft und sich ein bisschen die Trophys erleichtert. Ich überlege gerade, wo der gute Herr Reise steht. Ich glaube hier unter der Brücke, wenn mich nicht alles täuscht. Ah ne, da. So, da ist er ja. I'd heard things in Mondstadt were bad, but this centuries of madness. If all this really resulted from the presence, whatever boons it might offer. Die Lampe ist eine Last. That lamp is there, but it's your. But never turn to someone else to carry whatever boons it might offer. But it's your. Never turn to someone. So, das war der zweite, der nächste Spot vom Reisenden. Und ich würde sagen, als nächstes sehen wir uns dann tatsächlich in den Tiefen, beziehungsweise am Lastenaufzug. Dann zeige ich euch nochmal hier, falls das der ein oder andere nicht weiß, wie man das Wasser ablässt und wie man in die Tiefen kommt. Und ja, bis gleich. So, bei My Name is Byron angekommen, müssen wir hier einmal das Wasser ablassen. Das habe ich gerade. Ich zeige euch jetzt mal den ganzen Ablauf. Habe ich in den vorherigen Quest-Videos nicht gemacht. Diesmal mache ich es mal. Dann laufen wir hier schön rüber. Über das Tor. Einmal in den Gang mit dem Skelett-Heini. Touch. Touch. Und Touch. Die Schwächungspfeile sind so gut. Die sind so gut, diese Pfeile. Ja, ihre Pfeile sind auch gut. Ich hab's mal blind versucht. Es ist halt schön, auch ein bisschen OP zu sein in diesem Spiel und keinen Schaden von dir zu bekommen. Oder kaum. Der Hund hat Bock. Und wir laufen hier weiter durch. Einmal hier im Umbra durch. Eigentlich kennen wir das ganze Spielchen schon, aber hey, ich zeig's euch gerne. Vielleicht gibt's ja den einen oder anderen nicht, der hier noch nicht war. Und Skelettheine. Ja, natürlich stehst du mir da schön im Weg. Okay. Einmal hier die Leiter hoch. Den Assi ignoriere ich, hier kommt. Ups. Und drop mich hier runter.
zum nächsten Asi. Kill den schnell. Zieh mir hier den Shortcut auf. So, wie gesagt, da hinten liegt der Schlüssel, aber das ist nicht der Schlüssel, den wir jetzt brauchen. Einmal hier rüber. Den Schlüssel der ahnungslosen Sonne oder so. Und dann laufen wir hier raus. Hier interessiert es mich auch nicht. Ich habe zum Glück noch einen Setzling dabei. Natürlich kommt der Hund mit. Setzling auf. Ach, okay. Du willst das nicht anders. Mach einen Abflug. Jetzt killen wir einmal hier den Boss. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Abflusskontrollschlüssel. Und wisst ihr, was interessant ist? Ich war mir zu 100% sicher, bloß habe ich das nie probiert nach dem Bossfight. Hier ist im Umbral der Speer, den ich spiele. Genau hier findet man den. Also wer fragt, den Speer, die zwei Speere, die ich spiele, findet man einmal pro Run. Da drin sind sie. Und ich dachte mir die ganze Zeit, hey, wo habe ich diesen blöden Speer her? Dabei liegt er halt dort drin. So, den Boss gekillt. Gehen wir einmal hier runter. Zack, 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 zack. Gehen wir schon rein. Da kommen das erste Mal diese Drecksäue. Was willst du denn? Verschwinden sie. Man ist mit einer Rolle relativ schnell im Wasser, muss ich ehrlicherweise sagen. Und wir lassen hier oben das Wasser ab. Töten die Töle. Geben hier Gas. Mir ist es jetzt egal, ich kriege echt kaum Schaden. Und hier ist der Hebel, wo wir das Wasser abpassen. Und der hat da drin sein Feuerwerk gemacht, habt ihr es gehört? Wir laufen wieder zurück. Töten ihn, weil der ein Arsch ist. Hier gibt es noch Items und so, das könnt ihr natürlich dann alles einsammeln. Hier ein bisschen gründlicher wie ich sein. Ich lasse mich dann einfach immer hier droppen. Zack. Und zack. Nehme hier das Item mit zum 5000. Mal. Aber hey, Upgrade-Material kann man nie genug haben. Da lag, glaube ich, irgendein Wurfgeschoss oder so. Und wir sind in den tollen Tiefen. Und da müssen wir jetzt den Boss killen. Ich glaube, den Weg findet ihr ja auch alle ohne mich. Und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Bossfight gegen Derbla. Bis gleich, meine Lieben. So, Derbla ist tot. Wir müssen jetzt... Das habe ich natürlich vergessen zu sagen. Ich setze mir jetzt deswegen auch einmal Umbralweste. Wenn ich könnte. Ich weiß nicht, warum das nicht geht. Hier sind doch überall Blümchen. Naja. Aber normalerweise glänzt es so, ne? Wir gehen einmal in den Umbra. Zu dem einen oder anderen schlauen Fuchs ist aufgefallen. Ich habe irgendwie weniger Kraft als davor. Benutzt nicht diese Überrestmotte, wo man Kraft gegen einen Teleport tauscht, weil eure Seelen / Kraft sind weg. Das ist richtig, richtig ein beschissenes Item. Ab jetzt werde ich dieses Item, sobald ich es habe, wegschmeißen. Und wir sehen einmal hier, sucht Reste. Sucht Reste bedeutet, wir porten uns jetzt kurz in die Haupt zurück und werden dort zum Umbralhändler gehen. Denn der verkauft die Dinger. Kostet 50 Umbral-Reste. Und wir sehen uns gleich in der Hub, meine Lieben. In der Hub angekommen, einmal in den Umbral und bei dem guten alten Herrn. Er ist übrigens unser Auftraggeber hier. Er ist durch und durch böse. Das ist ein richtiger Assi.
Haufen hier. Die Umbreiteste. Ansonsten immer leer kaufen, ne? Wir brauchen ja die ganzen Items. Ich habe bis heute noch nicht so wirklich rausgefunden, wofür das ist, aber okay. Until her embrace. Was sagt er? Und wir gehen wieder in Devlas Bossraum. Hier haben wir schon mal den Pegasus-Schlüssel, oder? Oh. Mein Inventar ist voll. Da muss ich mich auch mal kümmern. Zöh mit Öl. Wir laufen wieder in den Bossraum rein. Es ist ein bisschen viel hin und her gelaufen, mal wieder. Und müssen jetzt wieder mit dem Brunnen da gehen. Jetzt haben wir nämlich die Reste, die er haben will. Und bleiben erstmal in der Luft hängen. Ah. Umbral-Reste-Klumpen übergeben. Das ist eine ganz coole Cutscene. Das ist für mich keine Mutter. Das ist für mich eine Schwiegermutter. Und in der Wiege der Mutter können wir mit dem kleinen Herrn hier interagieren. Ihr habt eine Umbral-Samenkapsel erhalten. Der Maroses Samenkapsel. Der Name sagt, was wir schon jetzt als nächstes tun müssen. Wir gehen wieder zurück. Und müssen zu Adirs Schrein. Und zu Damarose. Wir sehen uns bei Adirs Schrein gleich. Bei Adirs Schrein angekommen ist Madame Rose hier. Was ist denn das hier eigentlich? Achso, mein Item ist. Mein Inventar ist immer noch da. Find me that tool. Wir töten Damarose jetzt. Und wir müssen NPCs töten. Wir sind böse im Umbrelle. Tut mir leid, muss aber sein. So, und als nächstes können wir wieder in die Wiege der Mutter und uns die nächste Kapsel holen, denke ich. Falls nicht, sehen wir uns in Oberkaldat. Und ich habe diesen Satz nie gesagt, doch ich lasse ihn natürlich drin. So, in der Wiege der Mutter angekommen. Können wir hier irgendwas machen? Da sitzt Damarose. Ah, und wir kommen weiter. Was uns das jetzt bringt, weiß ich noch nicht. Moment, ich glaube, für mich ist das auch hier gerade blind und neu und zum ersten Mal. Ich glaube, wir kriegen den nächsten Samen von ihm. Ihr habt einen Umbral-Samen, hab's erhalten. It was at this moment that he knew. He fucked up. So, ich bin hier wieder in der Wiege der Mutter. Ich hatte einen Bug. Und zwar, ich musste das Spiel gerade nochmal neu starten. Weil ich habe nach Damarose, habe ich ja hier, das habt ihr gerade gesehen, ein paar Sekunden, nochmal hier ein Item aufgenommen. Und dann stand Inventar voll. Und das wäre Gelindes Samenkapsel gewesen. Den hatte ich jetzt, ich hatte vergessen, die Aufnahme zu starten. Und musste das Spiel nochmal komplett bis hier durchspielen. Also, tut's euch den Gefallen, schaut auf euer Inventar, weil sonst verbuggt die Quest und ihr müsst quasi alles nochmal von neu spielen. Jetzt gehen wir die Schmieden killen, also beim Umbral-Ende. Ich brauche sie nicht, die Schmieden. Die gute Gelinde, aber wenn ihr sie noch braucht und nicht zu früh killen wollt, dann wartet noch einen Moment, killt sie vielleicht nicht sofort. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Hub wieder. So, in der Hub angekommen und gehen wir zu Gelinde. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass das passiert ist, weil jetzt kann ich euch sagen, oder alle, die das sehen, wissen, hey, beim Umbral-Ende ganz, ganz dringend aufs Inventar aufpassen. Weil der Bug ist echt richtig für den Arsch. So, und wir kriegen Gelindes Hammer. Und Gelinde stirbt. Piece of shit. Ist das gut?
Kann ich mit dir was machen? Was ist jetzt eigentlich mit ihm? Er ist, glaube ich, übrigens der Schmied aus dem ersten Teil. Beziehungsweise nicht ich glaube, sondern die gute liebe Ochanje, meine Freundin, glaubt das. Ne? Die macht ja hier auch auf meinem Channel Lore-Videos. Auch mal auschecken, wenn euch das interessiert. Gibt es eine Playlist, Ochanjes Lore-Ecke. Und ich schaue jetzt nochmal in die Wiege der Mutter. Vielleicht kriegen wir noch einen Samen. Ich weiß leider gerade nicht, ob wir noch einen Samen bekommen, ob wir noch einen NPC killen müssen. So, wieder in den Tiefen laufen wir zum Bossraum. Genau, nochmal Thema Lore. Wen es interessiert, momentan sehr viel Elden Ring Lore. Da wird definitiv noch was zu Dark Souls kommen und Lords of the Fallen Lore wird es auch geben hier auf dem Kanal. Also dranbleiben, nicht verpassen. Und ja, und ich mache die Quests halt so halb blind, weil dann bekommt sie ja alle meine Fehler auch mit und wisst, hey, super, so nerv, das darf ich nicht falsch machen. Befreit seinen Spross aus dem Käfig vom Rora-Fleisch. Das bedeutet, dass wir den Lichtschnitter killen müssen. Und das werden wir jetzt natürlich tun. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig, keine Leuchtfeuer, Leute. Und wir sehen uns im Oberkalrat wieder, meine Lieben. Bis gleich. Ja? Und im oberen Kalrat angekommen, laufen wir hier den gewohnten Weg. Moment, ich muss kurz meinen Bogen ausrüsten. So. Die Dame kann man von hier wunderbar abfallen. Vor allem, wenn man sie trifft. Das ist ein Dauerspiel. Kannst du mal bitte. Headshot. Wenn man noch die richtigen Pfeile drin hat, funktioniert das noch viel besser. Und wir müssen in den Umbral, weil da oben ist die Wurzel. Sie auf Range einfach mal schnell wegmachen, ist besser als hier hoch zu klettern, damit wir zu kämpfen. Wir machen die Wurzel Puttiputt und uns schön Fallschaden. Und gehen hier wieder in die normale Welt. Weniger Nervensägen. Den kann man auch. Hier die Schwächungspfeile, da seht ihr es mal, die sind super stark. Ich bin auch so super stark. Und zack, man staggert ihn auch schön mit den Schwächungspfeilen und ja, ziemlich hilfreich, die Dinger. Und ich gehe direkt in Umbral, ich weiß nicht welche von den Erinnerungen hier von Isaac ist. Ich meine, schauen uns mal alle an. Ich weiß nicht, ob sie hier ist. Schaut aber nicht so aus. Ich hasse diese Motten. Hörst du auf. So. Das war nicht, das ist die Erinnerung von Isaac, das sieht man doch gleich. Aus dem Flieger kann man das erkennen. Hier nochmal, ich wiederhole es, ich nerv euch. Ganz wichtig, nicht zum Leuchtfeuer gehen, Leuchtfeuer nicht läutern. Da haben wir Isaacs Erinnerung, wie er gegen den Lichtschnitter kämpft. Das ist übrigens die Szene aus dem Intro. Beziehungsweise Trailer, Intro-Trailer, ich bin mir gerade nicht sicher. Welche eines haben wir? Und jetzt hier haben wir vom eisernen Reisenden die ein oder andere Erinnerung, die wir uns mal schon finden müssen. Ich hole jetzt kein extra Stuff. Ah, ich mache aber den Shortcut auf. Ja, hier, Shortcut. Die Erinnerung nehmen wir auch mit. Keine Ahnung, von wem die
von dir ist die. It's all yours. Take it. And I can get you more. A lot more. Just please don't. Das hat sich einfach in die Luft gesprengt. Kann ich ihn nicht vernehmen. So. Wie geht's weiter? Der hat uns hier die Münzen gespoilert, die glaube ich hier liegen. Oder auch nicht. Upsi. Jetzt habe ich es natürlich sehr schlau gemacht. Da oben ist ein Reaper, das weiß ich. Ich liebe es in diesem Spiel, wie oft man gegen die Wand baut. Das ist tatsächlich schlimmer als in Dark Souls 1. Und da war es schon echt oft. Ich habe übrigens gerade das Auge drin, wo man sich durch Schwächung vom Lebensbalken quasi wieder Munition besorgt. Das Coole ist aber, wenn man trifft mit den Pfeilen, dann verliert man halt eigentlich kein Leben. Kommen Sie her, Herr Reaper. Natürlich lässt du dich nicht treffen. Und natürlich treffe ich dich nicht. So. Reaper down. Hier die Stelle wird jetzt sehr assi. Ich bin ein bisschen zu OP für die Stelle. Für mich wird sie nicht so assi, wenn ihr normal spielt. Ich würde euch empfehlen, hier die Eule da hinten erstmal wegzumachen. Hier habt ihr jetzt ein Feuer. Mach sie raus. Da ist er. Kleine Assi. Das erste Mal bin ich hier so oft gestorben. Und da haben wir schon die Erinnerung vom Eisernen Weisen. Und er steht auch da. Du nervt doch nicht von unten. Ich hätte aus dem Umbral vielleicht rausgehen sollen. Versuchen jetzt hier erstmal alles zu töten. Ich glaube, Zeit wird kurz Ruhe haben. Schauen uns die Erinnerung an und quatschen mit ihm. Er sieht das selber. Things went bad. I had to fight my way out of Monster. It didn't happen like this. I'm not a monster. Offensichtlich schon. I'm not a monster. Okay, sorry, the model. Ah, da geht's in die normale Welt. Da gehen wir noch mehr. Höhle, Höhle, ich hasse alles. Ach, das ist sogar hier unser Auge, das wir uns wiederholen. Ah, ich stacke. Oh no. Ja, das Item mit überletzter Motte kann man immer gebrauchen. Wo ist denn dein Kackparasit? Den machen wir jetzt mal weg. Jetzt hauen wir dich weg. Ihr seht, ich bin halt total überlevelt und die kann mir einfach gar nichts. Gehen erstmal aus dem Umbral raus, weil es ist einfach nur nervig, wie viele Gegner hier sind. So. Dann haben wir hier irgendwo noch einen guten Elite-Gegner. Den peilen wir wieder ab. Weil, schönes Stagger. Ah, das ist einer, der weicht den Pfeilen aus. Seht ihr das? Aber ich halte mich halt so stark, dass ich halt quasi so unendlich Pfeile habe und nie diese Taschen brauche. Wäre cool gewesen, wenn der hier mir was gedroppt hätte, was ich brauchen kann. Hier kann man, glaube ich, nur im Umbral rein. Ja, genau. Eigentlich müsste jetzt hier der eiserne Reisende wieder stehen. Ich weiß nicht, warum man nicht hier steht. Ich schaue mal ganz kurz, was das für ein Item ist. Oh, ein Umbralauge des blauen was? Pilgers. So. Ich mach mal kurz einen Quit-Out. Und dann schauen wir mal. Promisoft Quit-Out-Trick funktioniert. Wie der nackte Mann. In 3 von 5 Fällen. This was it. The moment I handed over the rune of a deer. And damn this entire kingdom for generations to come. I was tired. Angry. I was never a man of faith. But I thought, who better to entrust the rune to the judge. Das ist so der Punkt, wo er eigentlich auch uns sagt, dass er quasi der Protagonist aus dem ersten Teil ist.
What good was the cleric if she couldn't destroy the rune? Or prevent all this? It's always the same story with gods or those like them. Er bereut einfach, glaube ich, nur noch alles und will die Welt nur noch brennen sehen. Ich freue mich schon auf die Lore von ihm. Habe ich auch versucht. Wir haben hier oben jetzt, der ist auch eigentlich relativ wichtig für nachher, den Shortcut zu Pietas Bossraum. Beziehungsweise zur Himmelsrastbrücke. Himmelsbrücke? Himmelsrastbrücke, habe ich doch richtig gesagt. Weil sonst kommen wir ein bisschen schwierig wieder zurück nach Kalrath im Endgame. Hier haben wir nochmal Kavallerieanhänger. Und die Tür muss offen sein. Und wir haben den Shortcut. Die kämpfen da schön. Und wir sehen uns als nächstes, ich brauche gar nicht zurücklaufen, wir sehen uns als nächstes im Schneegebiet, würde ich jetzt sagen. Da die nächsten Erinnerungen von Isaac ist, und ich glaube auch der Eiserne Reisen, soweit ich mich erinnere, steht jetzt im Schneegebiet. Und ja, bis gleich, meine Lieben. Beim im Schneegebiet angekommen. Die erste Erinnerung von Isaac ist gleich hier. Die gucken wir uns natürlich sofort an. Oryx, may your grace sustain me in these most desperate of days and in the darkness through which I find. Wieder lauter Leich. It seems to encroach ever closer. Naja, wir laufen schon mal weiter. I fear the weight of this profane work will crush me. Worse, as ever, I turn to you in my moment of doubt. Die nächste Erinnerung, beziehungsweise, ja doch, die nächste Erinnerung. Ich habe gerade Quatsch geredet. Der Eiserne Reisende kommt erst später im Schneegebiet, ist der. Jetzt noch nicht. Von daher müssen wir jetzt hier den Boss legen. Und dann ist der Dingsbums hier. Die nächste Erinnerung von Isaac ist hinter der Arena, wo man das dritte Mal auf den Lichtschnitter trifft. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich nach dem Bosskampf. Bis gleich, meine Lieben. Gegen den Raven haben wir gekämpft. Der nervigste Bossfight überhaupt im Spiel. Aber es gibt tatsächlich noch einen schlechteren. Vom Lichtschnitt habe ich mich auch schon mal killen lassen. Das heißt, wir können jetzt in die Arena gehen und uns die Erinnerung von Isaac anschauen. Falls ich es im Video bisher noch nicht erwähnt habe. Ich denke aber schon. Den Lichtschnitter dürfen wir auf gar keinen Fall killen. Wir müssen ihn ganz ans Schluss töten, weil wir müssen ja Isaac bei ihm beschwören zur Hilfe, damit wir die Quest abschließen können, richtig? So. Einmal hier. Jetzt haben wir mein Bier und mein Loot. So, zack, zack. Und, falls ihr es auch noch nicht wusstet, an diesen Schmetterling erkennt sie die Erinnerungen. Ich meine, das ist die von Isaac. Sieht aber so aus. Ist das? Er ist es. Ein schmerzvolles Grunzen. Ein Schweinchen. Dieser Lichtschneider hier. Und ja, als nächstes müssen wir weiter. Gute Frage. Ich weiß es gerade selber nicht. Aber ich glaube, wir müssen jetzt ganz normal dem Spielverlauf folgen. Und zwar zum Pfad. Falls doch noch was dazwischen sein sollte, werde ich natürlich wie immer mich von dort melden. Und wir sehen uns gleich, meine Lieben. So, am Pfad an den Überresten von Didor angekommen. Müssen wir uns jetzt die letzte Erinnerung anschauen. Und, den Herrn Isaac killen. Die Stelle ist ganz schön assi. Also ich bin gerade echt froh, dass ich so hier bin. Das ist es, Hundi. Einfach ums alles wegfeilen. Was geht?
Upsi. Das ist ja super, wie das funktioniert. Wie weit will der blöde Parasit eigentlich noch an ihm kleben? Wir benutzen einfach mal die Lampe. Die Lampe ist super stark gegen die. Zwei aufgeladene Schläge. Und dann geben wir ihm einen Schmetterlingskuss. Und ihr seht, warum ich das Schmetterlingskuss nenne. Und hier oben müsste eigentlich jetzt die Erinnerung von Isaac sein. Da ist sie ja. Soul with such a heretical burden. I cannot help but feel like this path only leads me, leads all of us further from Aureus's light, not closer to it. Exactor, there must be some other way. So you deem my guide. The other way is, dass ich die jetzt töte, mein Bester. Der nächste Schritt ist Isaac Bill. Die Stelle ist echt etwas drüber, etwas sehr drüber, finde ich. Wo ist denn der Rektaltor? Upsi. Mein Aim war auch mal besser. Hier, die ganzen Pfeile natürlich. Die ganzen Seelen nehme ich natürlich mit. Hier empfiehlt sich natürlich auch wieder der Bogen. Und diese Nervensäge. Ihr seht, die Schwächungspfeile sind echt super. Also welcher Praktikant auf die Idee gekommen ist, diesen blöden Hunden einen Helm zu verpassen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Oh, Hilfe. So, ich kill mal schnell kurz den Paladin und wir sehen uns gleich nach dem Bossfight. Es ist natürlich die überletzte Grabstätte, habe ich vergessen zu sagen. Und an der Grabstätte angekommen, kennen wir den Weg ja eigentlich. Jetzt gehen wir uns sein Set holen, das wir unbedingt brauchen für seine Quest. Und falls ihr die Kukajin-Quest mit dabei macht hier, wenn dem Ganzen, würde ich euch empfehlen, vor dem Lichtschnitt einen Spielstand hochzuladen, dann könnt ihr, glaube ich, beide Quests machen. Und hier müssen wir einmal in den Umbral. Und müssten jetzt das Tor öffnen können. Da unten liegt unser heiß begehrtes Set vom Paladin. Sein Schwert und das ganze Set. Und der nächste Step in der Paladin-Quest ist, ihn beim Lichtschnitter beschwören. Und das machen wir jetzt auch. Bis gleich, meine Lieben. Und den Lichtschnitter müssen wir natürlich auch töten für das Umbralende. So, natürlich habe ich wieder was vergessen. Und zwar steht der Eiserne Reisende hier an Überreste Fahrt. Und das andere Überreste, da habe ich euch Quatsch erzählt, die hießen Denkmal. Oder die da. So, und dann quatschen wir hier einmal mit ihm. Das ist das letzte Mal, dass wir mit ihm quatschen müssen. Sollen. Er kann die Rune schmecken. Yum, yum, yum. They all want me to give in to despair. The rune is let the gods like these fools. There's no let Moonstead. Keine Lösung. Genau. Jetzt spielen wir hier ganz normal den Turm, die Abtei und in der Abtei dann in diesem Blutgebäude, wo wir gegen die Jägerin ist, glaube ich, kämpfen. Kommt er dann zum Bossfight? Und ich würde sagen, wir sehen uns als nächstes dort. So, und im Abtei vom Bossraum angekommen, wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, ist der gute alte Eiserne Reisende mit von der Partie. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Wir holen uns Adias Rune.
Und da hinten kommt er angeschlendert. Wir haben alles, alles richtig gemacht. So, ich hau die Uschi mal kurz weg und dann sehen wir uns gleich wieder. Weg ist sie! Wait, Lamp-Bearer, for your own good. Jetzt will er stressen mit uns. Der nächste Spot, an den wir müssen, ist, beziehungsweise wo wir uns gleich wiedersehen, ist natürlich vor der Arena des Lichtschnitters. Da müssen wir Paladin Isaac beschwören. Und ja, da sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, wir haben Justitia gelegt und sind wieder in der Hub angekommen. Jetzt laufen wir zum Lichtschnitter. In diesem Video zeige ich auch wirklich mal den Weg. Ich habe es im letzten total verpeilt. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall, was sehr, sehr wichtig ist, den Paladin beim Lichtschnitter beschwören. Sprich, wir müssen uns einmal dort töten lassen. Und dann mit dem Paladin den Kampf gewinnen. Hier ist eine Erinnerung. Um Eisern Weisen. Ich schaue mir zur Sicherheit auch nochmal schauen. So. Wir nehmen die zwei Umbrellenreste natürlich mit. Nehmen wir das Item auf. Schon gehabt habe und hier den Shortcut habt ihr hoffentlich offen, weil sonst habt ihr ein kleines Problemchen. Wir laufen zurück nach Palrat. Also an manchen Stellen kannst du hier einfach nicht hochlaufen. Das ist so bescheuert teilweise immer. Da haben sie sich wieder bei Dark Souls 1 was abgeht. Also auch sobald der Charakter einen Schritt nach oben machen muss, ist gleich problematisch. Die haben wir uns angeschaut. Wir laufen hier einfach durch. Ich ignoriere alles und wir setzen uns, ich zeige euch gleich, wo meiner Meinung nach der beste Zuckerli, wo meiner Meinung nach der beste Platz für einen Setzling ist. Geh weg. Hier könnte man auch einsetzen, aber das ist mir zu ehrlich gesagt ein bisschen zu viel gelaufen. Und zwar Gegner. Ja, kannst du mich mal alle um. Ziehen uns das Ding hier rüber. Weil wir machen uns erstmal das Parasitending vom Lichtschnitter weg. Hab ich auch schon mal gezeigt. Aber hier haben wir es dann auch nochmal. So, der ist weg. Oh, schaut doch mal, die Kiste habe ich mir gar nicht geholt. Bin zurück. Wo kann ich natürlich nicht springen. Hüpfen hier einmal auf die Stufen hoch. Und setzen hier unseren Setzling. Dann haben wir es nicht so weit zum Laufen. Und ja. Wie gesagt, jetzt einmal killen lassen, Paladin beschwören, Lichtschnitter töten und dann sehen wir uns gleich nach dem Kampf. So, der Schnitty ist down. Ihr lasst euch nicht vom Drachen verarschen und erwischen. Wir haben die Trophäe und die Klasse Wachsüchtiger Abbild und den dunklen Kreuzritter freigeschaltet. Und ja, das war der Lichtschnitter. Das Coole ist, man kann jetzt auch mit den Schwertern vom Lichtschnitter, den Special Move, da, wie man das alles macht, hat der gute alte Jack Fromsoft ein Video hochgeladen dazu, das verlinke ich euch in der Beschreibung. Ich habe tatsächlich auch bis 10, zeige ich euch mal ganz kurz, schaut ziemlich sick aus der Move.
Ist eigentlich auch ganz witzig, dass man da eine ganze Quest machen muss, um hier den, den Special Move zu triggern. Machen wir einfach hier. Patsch, patsch. Und die Waffe kann auch mal das. Finde ich eigentlich ganz cool. Der Move ist auch ziemlich stark. So viel dazu. Wir müssen jetzt hier eigentlich. Ganz witzig, ich habe jetzt den neuesten Patch drauf. Die Seelen bzw. die Kraft wird wieder mega schnell eingesammelt. Hier, vergesst nicht die Erinnerung anzuschauen. Ne, beim Lichtschnitter habe ich immer hier, wo man seine Erinnerung findet, gezeigt, dass es hier noch Geheime gibt in den ganzen Arenen. Verlinke ich euch auch das Video, beziehungsweise hier oben in der Infobox jetzt. Und wo sind meine Schwerde? Wo sind meine Schwerde? Ich bin meine Schwerde. Da. Wir laufen jetzt weiter und müssen jetzt den guten allen eisernen, reisenden, gleisenden, entgleisenden killen. Wo ging es lang? Hier ging es lang. Wir gehen hier durch, müssen einmal, wo war denn die Wurzel hier? War die auch wieder da oben? Warte, die zeige ich euch noch kurz, weil hier wird natürlich was von den Umbral-Resten versperrt. Wo war denn diese blöde Wurzelpurzel? Ich glaube, die war da oben. Danke. Die war hier auf jeden Fall irgendwo rechts, aber wo kann ich mich jetzt auch nicht mehr erinnern? Das ist die Standardstelle für die Wurzel. Bist du auf mit deinem Quatsch da? So, als ich gefragt habe, wie man zu dem Item rüberkommt, das geht so. Dann diese blöde Dreckswurzel. Hört's ja auf. Da ist sie. Da oben ist sie da. Mit dem Reaper will ich nichts am Hut haben. Danke. Wenn man die Tür einfach nochmal aufmachen muss. So viel Lasten hier drin, einmal kurz. His name is Byron. Der könnte auch zum Meme werden. Hier ist immer so, my name is Byron. Da, und gegenüber müssen wir jetzt einmal gegen den Reisenden killen kämpfen. Wir sehen uns nach dem Kampf. Oh, er ergibt sich. Echt jetzt? Natürlich ergibt er sich nicht. Also, upsie. Ich kill ihn mal schnell und wir sehen uns gleich wieder. So, der Reisende ist tot. Wir haben Adirs Rune wieder. Und er hat in dem Fight, ich spoilere es euch nicht, lasst euch selber überraschen. Und jetzt müssen wir zur Wiege der Mutter. No, God! No, God, please, no! 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 Halt, stopp! Auf gar keinen Fall diese Umbral-Mauer, diese Mauer da einreißen nach dem Kampf mit dem Eisernen Reisen. Bloß nicht. Notstopp, halt, stopp, stopp, nein, nicht anfassen. Ich habe mir nämlich damit gerade das Umbral-Ende verhauen und musste das Spiel jetzt nochmal komplett durchspielen. Jetzt bin ich wieder an derselben Stelle und habe diese Mauer Gott sei Dank nicht angefasst. Als nächstes müssen wir hier in der Hub mit dem Fleisch oder dem Samen des Lichtschnitters. Hier ist schon der Käfig. Umbral-Parasit des Lichtschnitters übergeben. Damit töten wir, glaube ich, Molu. Oder er tötet sich selbst. Irgendwie sowas war das. Offspring is returned to the care of this unworthy servant.
my abiding failure, only redressed by instead one blooming as. So, jetzt würde ich hinaus. Danke. Jetzt würde ich ihn auf jeden Fall leer kaufen. Also, hier, wir haben auch neue Zauber. Die würde ich mir auch direkt holen. Der Ring ist neu. Wir haben die Trophäe. Alle Umbral-Zauber gesammelt. Habe ich gerade erhalten. Leer kaufen. Und denn er wird sich töten. Wir gehen jetzt in die Wiege der Mutter. Und machen da weiter. Ganz wichtig, wir müssen jetzt nämlich unsere Rune blau färben dort. Beziehungsweise eine Umbral-Rune draus machen. Bei der Wiege angekommen, geht's in die Mutter. Und wir können jetzt hier, glaube ich, mit dem kleinen Heini interagieren. Die Rune, die ist übergeben und durch ewig an dem Willen der verdorbenen Mutter bin. Melchers Samenkapsel erhalten. Das ist doch mal was Feines. Und als nächstes müssen wir ins Schneegebiet. Da müssen wir uns noch eine Samenkapsel vom Eisernen Reisenden holen. Dann sehen wir uns gleich dort, meine Lieben. So mit Öl. Wir sind bei Lehen angekommen und müssen den ganz normalen Weg hier anfangs laufen. Der Eiserne Reisende sitzt hier nämlich oder steht da an der Klippe. Nach dieser ersten komischen Mauer. Ich laufe mal mit euch zusammen hin. Also das Umbral-Ende ist schon echt viel hin und her gelaufen. Teleportiere dich dahin, geh dahin. Das ist schon echt relativ kompliziert. Ist es eigentlich grundsätzlich nicht, finde ich. Ich finde halt, es ist einfach viel gelaufen. Man muss halt ein bisschen viel beachten. Man kann es halt schnell verkacken, so wie ich. Wenn man diese blöde Kackmauer da kaputt macht, dann hat man ein dickes, dickes, fettes Problem und muss das Spiel nochmal durchspielen. Hat mir jetzt gar nicht so sehr Spaß gemacht. So, wir müssen jetzt hier einmal die Leiter hoch. Und auf der anderen Seite sitzt der gute alte Herr Reisender. Ist im Umbral, ich wollte gerade sagen, wieso steht er nicht da? Wir haben ihn ja getötet, er kann ja nur im Umbral sein. Jetzt quatschen wir den guten Mann nochmal an. Wir verwenden die Rune. Holen uns Harkins Umbral-Parasit. So, hier kriegen wir auch die Bestätigung, dass er Harkin ist. Und als nächstes müssen wir in die Hub, meine Lieben. So, in der Hub angekommen, gehen wir zu Mowgli. ganz kurz, bei euch, wenn ihr jetzt dem Guide so gefolgt seid, ist, nachdem wir Harkin getötet haben, noch eine Trophäe aufgeploppt, und zwar das seine Quest, die Trophäe für seine Quest, und ihr müsstet sein Set bekommen haben ins Inventar. Ich habe es jetzt in diesem Run verhauen, sprich ich darf das Umbral-Ende noch ein drittes Mal spielen. Ich habe richtig Bock, ein viertes Mal, Entschuldigung. Ja, verhaut die Quests nicht. Es kostet viel Zeit. Nachdem wir alles erledigt haben mit dem Eisernen Reisenden etc., können wir die Mauer endlich einreißen gehen und laufen zum Endboss durch. Ich glaube, den Weg sollte inzwischen jeder kennen. Und ja, wir müssen den Endboss killen. Da mache ich kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Mr. Endboss ist down. Und wir müssten jetzt theoretisch oben mit... Ich nehme die Dinger immer mit, ich weiß auch nicht warum, aus Gewohnheit. Oben mit Adir interagieren können. Hoffe ich zumindest. Wenn nicht, habe ich ein dickes, saftiges Problem. Naja, aber es sollte eigentlich alles passen. I look upon you with pity,
my lost child. Da ist diesmal Melchior drin. You have been by a vile creature who sees you as no more than a puppet to be manipulated, then consumed. A creature whose flimsy veil of divinity is as false as it is abhorrent. Ganz genau. But now you stand before your true God with an opportunity not only for redemption, but reward. You are powerful and have sought greater power. Only you walk an illusory path towards no reward, but oblivion. Only those of the greatest strength are, and I see such strength in you. Why be a slave to that which will destroy you? When you know, will uns da einer bekehren? So much more. Ich ganz stark danach. Cast aside, place your Melchior's Samenkapseln verwenden. No, wretched parasite! I will not be denied. Das war's. So, nun müssen wir als nächstes zurück in die Hub. Und dort müssen wir den die Samenkapsel vom Eisernen Reisenden benutzen. Ich setze mal kurz den Setzling. Schneller. Und wir sehen uns in der Hub, meine Lieben. Zurück in der Hub. Gehen wir in den Umbral. Falls ihr Pieta noch nicht den seltsamen Stein gezeigt habt, macht das jetzt. Das ist das Item, das man braucht, um das Wachentalent von ihren zwei Schwertern freizuschalten. Das zeige ich euch dann gleich. Können wir hier mit der Säule interagieren. Und können Harkins Umbral-Parasit übergeben. Er lebt immer noch. Ich dachte, er wird jetzt tot sein. Oder eventuell auch nicht. That which I entwined with humble flesh to birth my sweet Evian. Liberate her from her husk and let her soar free. If only for one rapturous moment. Wir können noch was bei ihm kaufen. Jetzt würde ich ihn definitiv leer kaufen. Er hat nichts Neues. Like you until her and so you that which I entwine liberate her if only. Er wiederholt sich. And so that we liberate if only. Und als nächstes müssen wir wieder zurück in die normale Welt. Dazu rasten wir einmal. Das geht nur in der normalen Welt. Jetzt sprechen wir Pieta an und triggern jetzt quasi den Secret Endboss vom Umbral-Ende. Und den werde ich schnell killen und dann sehen wir uns nach dem Kampf. Ich will ihn euch nicht spoilern. Ich würde sagen, bis gleich, meine Lieben. So, wir haben die Trophäe für den Boss-Kill auch erhalten. Will ich euch natürlich nicht spoilern. Ich will euch nur sagen, dass es eine Trophäe gibt. Ich schaue nur gerade. Müsste es hier eigentlich eine Erinnerung geben oder ist die woanders? Ich weiß es gerade selber nicht. Schaut aber nicht so. Oh, doch. Da hinten ist sie doch. Die hole ich mir ganz kurz für das Andenken. Ach, guckt mal, von wem das ist. Ages of disappointment and shame. But finally now. In you, my efforts rewarded and her will achieve. Oh, precious Eliane. Für sie haben wir die Trophäe bekommen. Ich habe noch nicht alle Erinnerungen gesehen. Aber wenigstens habe ich das Andenken bekommen. Weil das ist quasi das zweite Peterschwert, was wir bekommen. Und ich setze mir jetzt hier einen Setzling.
Ich schau mal ganz kurz in die Hub, ob wir noch... Ah, ich kann mir hier kein Setzling setzen, ne? Ja, sehr geil. Ich schau mal ganz kurz in die Hub und schau, ob man da die Bosswaffe holen kann. Sagen, wir sehen uns gleich in der Hub, beziehungsweise gleich wieder hier, falls es nicht geht. So, es geht. Wir können uns das Andenken von Eliane holen. Und hier haben wir das gute Schwert von Eliane. Das ist quasi dasselbe Schwert wie Peter. Ich hole mir natürlich hier alles. Und dann kann ich euch gleich zeigen, es müsste theoretisch direkt gehen, wie man das Waffentalent einsetzt. Gut, dass ich nur 1 Million Waffen habe. Ah, beide Waffen müssen auf plus 10 sein. Ich habe jetzt keinen Schmied in der Hub, weil wir haben ja die Schmiedin getötet. Glaube ich zumindest. Hier am Bonfire, an den Überlässen kann ich nichts aufwerten. Und hier kann ich auch nichts machen. Naja, ich kann, muss euch ja nicht zeigen, ich kann es euch sagen. Ihr braucht beide Waffen von Peter auf plus 10. Und dann müsst ihr einfach nur L1, R2 drücken. Und somit macht sie das Waffentalent, die Weapon Art. Ist, glaube ich, relativ stark. Ich habe sie selber noch nicht probiert in-game, aber ja, die vom Lichtschnitt ist ja auch sehr, sehr stark, die Weapon Art. Dann wird die das wohl auch sein. Und jetzt gehen wir in die Wiege der Mutter und schauen, was da so abgeht. So, und natürlich, bevor wir zur Wiege der Mutter gehen, müssen wir hier noch einmal interagieren und Elianes Umweltparasit übergeben. Jetzt können wir von hier aus direkt die Wiege der Mutter betreten. So, und in der Wiege der Mutter angekommen. Im kleinen Heimweg können wir nicht interagieren. Jetzt haben wir hier alle NPCs, die wir brauchen, um uns ganz nach vorne zu ziehen. Das machen wir jetzt auch geschwind. Oh, jetzt triggern automatisch was. Ich schneide euch natürlich die Cutscene raus. Wir wollen ja nichts spoilern. So, und das war das Umbrallende. Zurück in die Leere. Wir haben das Umbrallende erreicht. Haben eine neue Klasse freigeschaltet. Verdorbenes Kind. Ziemlich cool. Also sieht ziemlich cool aus auf jeden Fall. Und wir setzen die aktuelle Reise fort, also ich zumindest. Alles tot, alles leer. Ich weiß gar nicht, was man hier noch machen könnte. Kann hier immer noch nichts machen. So, auf jeden Fall, ich würde sagen, das war's dann auch mit dem Video. Mehr gibt's nicht. Das war der Eiserne Reisende, der Paladin Isaac Quest und das Umbrallende. Ich danke euch allen vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschö mit ö. Ciao, ciao.